Hallo ihr Lieben, ich bin vor 2 Tagen am frühen Nachmittag gut in Vallehermoso mit dem Bus angekommen und es hat richtig gut getan, schon unten den Platz und das Ganze drumherum endlich wiederzusehen. Ja, es hat sich so angefühlt. Ja, wie soll ich es beschreiben? So gar nicht echt, als wenn ich gar nicht wirklich da wäre. So wie im Traum oder wie ein Trance. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Ja, und da bin ich zuerst mal in den Zuma rein und danach noch in den Spar, um ein bisschen zu schauen, ob es noch die Lebensmittel gibt, die ich gerne immer in beiden Läden gekauft habe. Es hat sich einiges geändert dort. Leider. Zum Beispiel gibt es den Kakao, den Gaia und ich vor 5 Jahren dort immer gekauft haben, nicht mehr. Die führen den nicht mehr. Sehr schade. Sie hatten sogar zweierlei Sorten. Einen davon mochte Gaia immer sehr gerne und den anderen ich. Aber weder den einen noch den anderen gab es. Aber okay. Jo. Aber manche Sachen habe ich noch wiedergefunden dort. Ja, danach habe ich dann meine Reisetasche am Eingang. Das stehen so Einkaufswegen. Da abgestellt. Das habe ich schon öfter gemacht, auch in den Jahren zuvor. Und habe mir gedacht, ich mache mich erstmal auf den Weg zu Ventura, um zu schauen, ob sie da ist. Und ob was frei ist oben bei der Dachterrasse. Hatte ich euch ja erzählt, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr genau, wie viel Uhr wir da hatten. Ich glaube, so circa 15 Uhr. Dann bin ich ja das erste Stück zu Ventura hoch. Geht sehr, sehr steil hoch. Zwar nicht sehr lang, aber extrem steil. Deswegen habe ich eben meine Reisetasche nicht mitgenommen, weil die mir zu schwer war. Und nur den Rucksack. Und später geht es dann aber nur noch leicht bergauf. Und sie wohnt am Ende der Stadt. Ja. Und als ich dann da ankam, habe ich sie gerufen. Aber es kam keine Reaktion. Dann habe ich nochmal gerufen. Und dann kam unten ein Mann raus. Dort, wo die 2 Ferienwohnungen sind. Dann habe ich ihn gefragt, ob Ventura da ist. Und dann meint er, nee, sie wäre mit ihrem Sohn zusammen weggefahren vor einer guten Stunde und er weiß auch nicht, wohin und wie lang und wann sie wieder zurückkommen. Ja, dann habe ich ihm so ein bisschen die Situation erklärt und halt auch ihm erzählt, dass ich eben ein günstiges Zimmer oder dergleichen suche und sie mich ja auch gut kennt und so weiter. Und dann kam er auf die Idee, dass er sie ja anrufen könnte für mich und dann fragen könnte. Und das fand ich eine richtig coole Idee. Hat er dann auch gemacht, aber er hat sie leider nicht erreicht. Dann meinte er, ja, es wäre vielleicht gut, wenn ich so in 1-2 Stunden nochmal wieder käme, so um 17 Uhr circa, dann ist sie vielleicht zurück. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, das mache ich. Schaue ich mir in der Zeit noch ein bisschen den Ort an und esse was. Genau, und dann komme ich wieder. Ja, dann bin ich wieder zurückgegangen. Ach so, und von ihm hatte ich aber erfahren, dass, das sind ja 2 Zimmer da oben, ne? Dass in einem der 2 Zimmer ein Mann wohnt. Genau. Und das hatte mir nicht ganz so behagt, weil ich ja jetzt nicht wusste, was ist das für ein Typ und ja, ob ich mich mit dem gut verstehe oder nicht. Hätte natürlich auch sein können, dass der super nett ist und wir uns super verstehen. Man weiß es ja nicht, ne? Aber lieber wäre es mir jetzt schon gewesen, wenn ich alleine da oben gewesen wäre. Aber ja, zu dieser Jahreszeit ist einfach damit zu rechnen, weil das meiste belegt ist im Winter. Genau, da kommen die meisten Touristen, aber das wusste ich ja, ne? Naja.
Dann habe ich mich noch im Dorf aufgehalten, habe gedacht, ich hänge noch eine Stunde dran und gehe erst um kurz vor 18 Uhr nochmal hoch, dann ist sie vielleicht sicher zurück. Ja, so habe ich es dann auch gemacht, habe meine Reisetasche wieder beim Spar gelassen. Und als ich dann oben ankam, habe ich wieder gerufen und ja, sie war immer noch nicht da. Und das fand ich dann nicht mehr so toll. Und ja, eine halbe Stunde später wäre es dunkel geworden. Dann habe ich überlegt, ja, was mache ich jetzt, wenn die erst in 2 Stunden kommt oder wenn sie heute gar nicht mehr kommt, ne? Könnte ja auch sein, dass sie, was weiß ich, einen längeren Ausflug gemacht haben oder machen und erst am nächsten Tag oder sonst wann zurückkommen. Und wo schlafe ich heute Nacht, ne? Oh, ich fühle Regen. Eigentlich soll es erst ab 15 Uhr regnen. Ja, es ist auch stark bewölkt, aber es ist trotzdem mild. So, ja, so ein bisschen schwül. Ja, und mit der Reisetasche noch in einen Barranco zu gehen und dort dann irgendwo draußen unter freiem Himmel zu schlafen, das wäre mir in dieser halben Stunde nicht mehr möglich gewesen. Das wäre alles zu weit weg und auch zu unwegsam. Das Gelände, da hätte ich die Reisetasche gar nicht schieben können. Die hat die Rollen drunter, ne? Ja, dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich erstmal wieder zurück in den Ort. Habe ich dann auch gemacht. Habe mich da beim Platz wieder hingesetzt und dann habe ich Glück gehabt. Das Universum mal wieder. Dann kam jemand vorbei, ein Gomero, den ich schon länger kenne. Der hat mir mal vor Jahren geholfen, als ich damals meine Bankkarte in dem Bankautomaten drin gelassen hatte. Genau, und das war an einem Wochenende und ich konnte sie nicht mehr rausholen. Ich dachte aber zu der Zeit, dass ich sie verloren hätte und war völlig verzweifelt. Ich wollte nämlich gerade Geld abholen, weil ich nämlich nichts mehr hatte. Und wollte danach noch einkaufen damals fürs Wochenende. Ja, und so hatte ich nichts mehr, ne? Mir geht andauernd das Smartphone wieder aus, da ich nicht mehr viel Speicherplatz habe. Ich habe schon mehrmals einiges gelöscht. Naja, ich versuche es jetzt noch weiter, da wo ich aufgehört hatte. Ich fasse mich jetzt etwas kürzer. Jedenfalls hat mir der Mann damals geholfen, war sehr nett und ich saß da eine Weile bei dem Platz dort. Pueblo heißt der und da sind immer einige Leute, kommen immer Leute vorbei und siehe da, dieser Mann, den ich gut kenne, der kam auch wieder vorbei. Da sind wir ins Gespräch miteinander gekommen und dann habe ich ihm die Situation erklärt und dann meinte er, dass seine Mutter noch von ihren Eltern hier ganz in der Nähe, also in der Nähe von der Kirche, noch eine alte Wohnung hat, die komplett eingerichtet ist. Und die ist von ihren Eltern wiederum, ja, geerbt sozusagen. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Dann hat er sie angerufen, ihr auch alles erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, es sieht gut aus, dass ich in die Wohnung kann, wenn ich möchte. Allerdings werde ich da nicht viel Ruhe haben, da sie eben so nah an der Kirche ist. Ja, für noch deutlich weniger Geld, als es bei Ventura gekostet hätte. Und dann hat er auch gefragt, für wie lange. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, kommt halt darauf an, wie ich mich da wohlfühle, wie es mir da gefällt und was es genau kostet. Ja, so für 4 bis 7 Tage circa. Und dann meint er, ja, das geht klar. Boah, so geil. Nee, da habe ich mit Leben nicht mitgerechnet. Echt so ein Glück. Das Universum mal wieder, ne? Wahnsinn. Ja, dann sind wir zu ihm nach Hause. Seine Mutter war auch da. Und ja, haben uns dort erstmal eine Stunde aufgehalten. Ich habe da Kakao bekommen. Und ja, dann meinte sie, wenn ich möchte, dann können wir da mal hin jetzt zu der Wohnung. Dann zeigt sie mir mal. Das haben wir dann auch gemacht. Gut, in dieser Wohnung ist das Wasser mittlerweile abgestellt. Strom ist aber noch da. Ja, und da wohne ich jetzt seit 2 Tagen. Es ist
natürlich alles ein bisschen eingestaubt und so, weil die halt schon so lange leer steht, ne? Also was heißt leer? Es wohnt halt niemand mehr drin. Aber es ist irgendwie so richtig urig, ne? Also ja, ist schon witzig, aber Ruhe habe ich da nicht wirklich, ja. Weil die Glocken von dieser Kirche in Vallehermoso, die läuten jede Stunde einmal und zu einer Viertelstunde auch nochmal. Und zu dieser Jahreszeit, oder ich weiß nicht, generell werden hier oft Feste gefeiert. Dieses Fest, wo sie die großen Statuen hier immer durch den ganzen Ort tragen und dabei Trommeln spielen und mit den großen Kastagnetten und singen und pipapo. Das ist zwar richtig cool, ich mag das, aber wenn man so nah da wohnt und das dann dauernd mitkriegt und auch auf dem Platz vor der Kirche, ja, das ist so ein größerer Platz, da sind halt auch öfter Leute und auch Touristen, die da jeden Tag 150.000 Mal Fotos schießen von der Kirche und unterhalten sich dann auch noch da. Das bekomme ich halt alles mit, ne? Aber gut. Ich bin trotzdem zufrieden, dass ich was gefunden habe, noch auf die Schnelle, durch den, ja, durch die Fügung des Universums, sage ich mal. Und eben noch günstiger als bei Ventura. Und ich bin da alleine. Ja. Und ich schlafe auf einer Schlafcouch, die richtig schön bequem ist. Ja, nun habe ich der Frau aber auch erzählt, dass ich Videos drehe für YouTube und ob ich die Wohnung mal filmen dürfte. Und da meinte sie, nee, das möchte sie nicht. Ja, weil das ein Andenken ist von ihren Eltern und sie möchte nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Ja, gut. Schade, hätte ich euch gerne gezeigt. Aber mal sehen, vielleicht drehe ich mal abends ein Video in der Wohnung, in der Küche vielleicht. Und mache dann einfach nur eine Kerze an, dass man zumindest so ein bisschen die Umrisse von der Wohnung erkennen kann. Da kann man ja dann nicht sehen, was das für eine Wohnung ist. Mal schauen, aber ich verspreche es nicht. Okay? Ja, so sieht's aus, ihr Lieben. Auf jeden Fall ist es um diese Jahreszeit nicht nur am Playa Santiago, sondern vor allem auch hier in Vallehermoso, das liegt ja im Norden, deutlich kühler als die Jahre davor in der Zeit, als ich hier war. Gut, in Vallehermoso war ich auch schon im Winter hier, von daher kenne ich das. Da hat es dann auch oft geregnet. Gestern hat es auch mal geregnet hier. Ja, so 2, 3 Stunden. Aber da war ich gerade in der Wohnung, von daher. Läuft das noch? War das okay? Ja, aber es ist ja jetzt nicht richtig kalt, ne? Es ist einfach nur etwas kühler dann. Und wenn man eben in der Wohnung ist, dann geht es, ne? Ja. Jo. Auf jeden Fall habe ich in der Zeit, in der ich jetzt hier bin, einiges vor. Wie schon gesagt, möchte ich einmal zu Julian hoch und zu den Räumen. Und unterhalb von Vallehermoso hat es einen wunderschönen Park. Da war ich mal einmal mit Gaia drin. Da möchte ich noch mal einmal hin. Ja, den noch mal sehen. Da war es richtig schön. Da nehme ich euch natürlich dann auch mit. Ja. Und mal sehen, was ich sonst noch mache. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Vielleicht nehme ich euch auch nicht bei allem mit. Wir werden sehen. Ne? Ach ja, genau. Das Fest soll auch in Kürze wieder hier stattfinden. Vielleicht filme ich das auch für euch. Ich habe euch das schon mal gezeigt, aber ja. Das haben ja vielleicht nicht alle gesehen, ne? Und vielleicht, oder vielleicht ist ja sonst noch irgendein anderes Fest hier in Vallehermoso, wo ich euch ein bisschen mitnehmen kann. Wir werden sehen. Ja, dann soll es das jetzt gewesen sein. Dann danke ich euch herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis die Tage. Ciao.